Eine glasfaservernetzte Welt. Dazu Enter- und Infotainment mit der RFT Choicebox, dem jüngsten Spross der RFT-Kabel-Produktfamilie. Oder neuartige E-Trust-Turbinen von Rolls-Royce, die zukünftig nur einen Bruchteil von dem verbrauchen, was heute üblich ist. Das sind Zukunftstechnologien und Perspektiven, und sie standen als große Überschrift über dem Podium am Montagabend im Potsdamer Dorinth-Hotel. Politiker, Unternehmer, Linker und Entscheider der Hauptstadtregion. Die Veranstaltungen des Wirtschaftsforum Brandenburg stehen für innovatives Networking mit hochkarätigen Gästen. Neben dem Global Player Rolls-Royce konnte hier auch die hafenstädtische RFT-Kabel am Montag ihre Erfolgsbilanz ziehen und perspektivisch vorausblicken. Wir haben es geschafft, durch Weitsicht und Engagement uns an die technologische Spitze der Netzbetreiber, der Kabelnetzbetreiber in Deutschland zu stellen. Ja, was sind eine Zukunft, die branchenübergreifend Fachkräfte braucht, ein Dauerthema, das auch auf diesem hochkarätigen Podium Platz finden muss. Dieses Thema Fachkräftesicherung wird über die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes entscheiden wie kein anderes Thema. Ansonsten sieht Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke das Land und die Hauptstadtregion dank der leistungsstarken Wirtschaftspartner für die Zukunftsperspektiven gewappnet. Das Netzwerk Wirtschaftsforum Brandenburg wurde bereits 1992 gegründet und zählt heute mehr als 1000 Mitglieder.